Das ist ja eine Wackelding. Ah! Nee. Oh, schön. Papa, es ist die Zitrone. Oh Gott, unsere ersten Eindrücke, alle filmen. Weil die Berge so schön und so hoch sind und das Wasser so tief und klar. Ist einfach schön. Noch konnte ich mir den Namen des Flusses nicht merken, aber der Isonzo ist es nicht. Der ist erst um die Ecke. Wandern können wir hier morgen hoch. Also da geht ein Wanderweg lang? Ja. Da sehr können gut. Wir morgen hier hochgehen in die Berge, auf 5000 Meter Höhe. Das macht ihm natürlich Spaß. Aber total, das ist wie ein Spielplatz für ihn. Und wie das alles wächst und gedeiht hier. Ja. Man müsste wissen, was das alles ist. Ach, ist das herrlich und so schön blau. Blauer geht's ja gar nicht mehr. So toll! So wie ein Märchen. Donnerstag, 6.06.2019. Wir sind auf unserem Campingplatz in Slowenien angekommen und machen gerade einen kleinen Rundgang, um uns mal ein bisschen damit vertraut zu machen. Vor unserem Schlafdomizil ist direkt ein kleiner Spielplatz, den Justus auch richtig schön ausnutzt. Zieh dir die Nase lang. Na Justus, wo schlafen wir heute? Im Auto! Ja, du bist uns einer. Ist es hier gemütlich? Justus, was wollen wir morgen machen? Ich weiß es noch. Wir wollen doch morgen zum Wasserfall laufen, wa? Wir wollen dahin wandern, denn wir sind Wanderer, wa? So frühstücken wir im Hochgebirge. Nur Haferflocken, Obst und Gemüse. Ja, und Croissant. Die typischen slowenischen Hängebrücken. Immer wieder schön. Wir wandern einfach los vom Campingplatz Lisa in Slowenien. Einfach so. Hier führt nämlich der Alpen-Adria-Weg entlang. Also das ist der Alpen-Adria-Wanderweg. Und den wandern wir jetzt, ein kleines Stück. Immer wenn ich kaputt oder müde bin, trägt mich der Justus. Nein, immer wenn ich kaputt und müde bin, trägt mich der Papa. Rechts von uns fließt die Sotscha bzw. Isonzo. Heute ist der 7.6. Wir sind wieder auf einer kleinen Wandertour unterwegs. Und das Wetter hat uns nicht im Stich gelassen. Bestimmt fließt ja ab und zu mal Wasser durch. Das ist unser Wanderführer. Die Kraft des Wassers. An der Sotscha am 7.06.2019. Immer schön vorsichtig hier runter. Da wollen wir nämlich mal hin. Hier ist ein schönes Plätzchen, hier ruhen wir uns mal aus. Das ist die Sotscha, auf Italienisch Isonzo. Einer der schönsten Flüsse in Slowenien. Eine Schlange. Die Sotscha, so unglaublich gewaltig, das ist ein echter Fluss, das hat man noch nicht gesehen.
Also wir zumindest selten. Wir sind beeindruckt von so einer Kraft und Stärke. Unglaublich toller Fluss. Wow, schön. Guck mal. Ah, das ist schon eine Leistung. Traumhaft. Oh, traumhaft. Schön. Wow. Wow. Oh. Na, hallo Papa, wie ist es da oben? Was sagst du? Wie ist es da oben? Ja, man hat eine unglaublich tolle Aussicht hier. Ein gewaltiger Fluss, das sieht man nicht alle Tage. Also die Kraft ist schon gewaltig. Na, schön ist es. Alles so saftig grün. Hier baut Justus Inseln für Ameisen. Unser Weg geht weiterhin direkt an der Sotscha entlang. Dort unten sind dann die Kanuten unterwegs. Hey, der kann aber gut fahren. Der Küster. Hier sieht es gar nicht so schlimm aus, aber die Kraft ist trotzdem erstaunlich. Oh, das ist das glasklare Wasser der Sotscha. Oh, wir gehen auf jeden Fall noch baden in der Sotscha, beziehungsweise des Isonzos, in den Isonzo. Was für eine allerliebste Wiese. Hier gefällt es uns ja gut. Papa, schau mal, hinter den Bäumen. Oh, es ist so schön hier. Die Wolken da hinten, ich meine den Berg da hinten, den zeigt es gar nicht an. Wenigstens, wenn ich so mache. Ja, jetzt sieht man den Berg. Toll, hä? Hier ist es ja schön. Die sehen ja gut aus. Der muss da jetzt was üben. Ist echt eine schöne Brücke wieder hier. Wir wissen auch gar nicht, wo die hinfährt. Wir hätten mal echt eine Karte kaufen sollen. Vielleicht machen wir das heute noch eine. Es gibt eine für 10 Euro hier. Da kommen wieder ein paar Kanuten. Ja, das sind schon Könner. Du hast schon ganz anders Gefühl nach der Alte. Ja. Ja, und die sowieso. Das sind alles keine Laien hier. Das Gute ist, dass die auch jetzt warten können, dass nicht so viele hintereinander fahren. Ja, hier machen das grundsätzlich nicht so viele Touristen.
Das sind alles irgendwie halbe Profis oder Profis. Ja, wenn die zu eng aufeinander immer sind, dann kann auch keiner weg. Ne? Ja. Das macht unserem Justus aber Spaß. Brücken und Tunnel sind seine Welt. Das ist echt schön hier. Also mit der Sonne macht alles noch viel mehr Spaß. Es ist ja so toll. Mama und Justus erkunden die Lage. Ob es da weitergeht oder ob es da schön ist oder ob man da baden kann. Da ist er. Hier die Wurzeln? Ja, das ist besser. Wenn man zwischen die Wurzeln zieht. Das ist ja das Paradiestal hier.
nicht mehr da. Oh, schön. Ja. Oh, super. Gut. Sehr schön kannst du das. Wir gehen bis zur nächsten Brücke über die Sotscha und dann gehen wir wieder zurück. Aber bis dahin müssen wir noch einige Abenteuer bestehen. Immer noch auf dem Alpen-Adria-Wanderweg. Ja, das können wir machen. Hier haben wir vorhin Pause gemacht. Und hier habe ich deinen Wanderstock geschnitzt. Ja, naja, vorsichtig natürlich. Rennen, ja. Ja, mach ich. Ja. Mache ich. Justus trägt mich. Papa trägt mich. Immer wenn ich kaputt oder müde bin, trägt mich der Justus. Nein, immer wenn ich kaputt und müde bin, trägt mich der Papa. Na, das haben wir echt Glück alle beide, wa? Papa, ja? Ich sage dir, wenn hinten ein böses Tier kommt. Gut, dann machen wir mit dem Tier kurz einen Prozess und schmeißen es zurück in die Wildnis. Oder am besten den Kopf abschneiden. Doch. Thank you.
Jetzt sind wir wieder da. Aber ein bisschen aufpassen musst du trotzdem. Was ist denn da Schönes? Guck mal, das ist hier fürs Fernsehen. Ach so. Ich esse Wildschaf mit Gnocchi. Alle Achtung. Und das ist vorzüglich. Was ja. Ich esse, weiß ich nicht mehr. Ja, sieht sehr gut aus. Und was ich esse, naja, was ich gegessen habe, das war ein schöner Fisch. Der hat auch gut geschmeckt. Man sieht es vorher nachher, hättest du mal machen müssen. Papa, esse die Zitrone. Stimmt, esse ich jetzt. Ja, was guckt ihr denn schon wieder alle beide? Doch, wir mögen Katzen. So, Justus wird jetzt gerade zum Feuerwehrmann ausgebildet. Wer Feuer löschen will, muss auch Feuer kennen. So. Das wird auch nachher ordnungsgemäß ausgemacht. Jetzt haben wir was mit ein bisschen Feuerspaß. So. Unser Feuerwehrmann kennt sich schon gut mit Feuer aus.